Hallo euch allen, das sind wieder bei Madden NFL 19. Wir sind zurück in der Scouting die NFL-Serie. Wir haben die 31., also die vorletzte Challenge der Scouting NFL Team Defenses zu spielen. Und es geht gegen die Los Angeles Rams. The Rams defense struggled to find a rhythm this year. However, in the playoffs and Super Bowl, they turned in on allowing an average of less than 20 points a game. Down 20 to 19 in the third quarter, come back and win the game. Ja, die Defense der Rams, man übersieht sie oft und gerne, weil halt die Offense so alles überstrahlt mit einem Todd Gurley, mit einem Joff. Aber die Defense mit Aaron Donald, mit Sue, allein in der D-Line, das sind richtig coole Jungs, die wirklich Football spielen können. Und nicht umsonst ist jetzt Aaron Donald, glaube ich, zum zweiten Mal hintereinander Defense Player of the Year geworden. Der hat es einfach wirklich richtig drauf. Und an der Defense, glaube ich, hat es nicht gelegen, dass die Rams den Super Bowl verloren haben. Da lag es an der Offense, beziehungsweise an der sehr, sehr gut gecoachten Defense der New England Patriots. Aber ich glaube, mit den Rams wird auch noch in den nächsten Jahren auf jeden Fall zu rechnen sein. Hier ist der Vorspann. So, Jalen Smith, Keyshawn Johnson, Everson Walls auf Seiten meiner Cowboys. Todd Gurley, Marcus Peters, John Johnson bei den Rams natürlich angeführt von Joff. Aber erstmal ist die Defense der Rams auf dem Feld. Wir haben einen ersten Versuch und 10 an der eigenen 35-Yard-Linie. Wir liegen mit einem Punkt hinten, sind im dritten Quarter 1:30, sind dort noch zu spielen, also mehr als genug Zeit. Erster Versuch und 10 heißt, wir gehen in den Strategy-Bereich hinein. Nehmen wir den DBL ins. Sharp und Keyshawn Johnson meine Anspielstationen. Eddie George ist so ein bisschen meine Sicherungsoption. Die wir aber jetzt ziehen, weil Eddie George hier ziemlich alleine ist. Vollständiger Pass. Ball an der 40-Yard-Linie. Zweiter Versuch und 5. Nehmen wir den Wide Receiver Drive. Heißt, wir schicken Amari Cooper in Motion. So, auf meine Tight Ends achte ich auch mal, aber wir gehen auf Amari Cooper, der kann den Ball nicht festhalten. Eieieiei, dritter und 5. Habe ich zu früh geworfen. Da kann ich Amari Cooper noch nicht mal die Schuld in die Schuhe geben. Ah, das war dumm. Das war dumm. Dumm, 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 dumm. So, meine Titans, Sharp und Jarwin, die Anspielstationen. Dritter Versuch und 5. Amari Cooper startet hier ein bisschen verzögert, hat dadurch aber Raum und das neue First Down. Kann nicht zu Boden gebracht werden. Jetzt erst an der 44-Yard-Linie heißt, wir haben die Mittellinie überschritten und haben einen neuen ersten Versuch und 10 in der Hälfte der Rams. Nähern uns jetzt schon so langsam dem Ende des dritten Quarters. So, Sharp und Neil meine Anspielstation, sprich wir attackieren die Mitte. Ich schaue auch, was, ob Keyshawn Johnson außen ein 1 gegen 1 hat. Hat er nicht. Wir gehen auf unseren Fullback. Der wird hart getackelt. Ganz harter Hit. Hält den Ball aber fest und das ist ein zweiter Versuch und 3. Und damit endet auch schon das dritte Quarter. Wir gehen rüber ins vierte. Verlieren da gar keine Zeit. Zweiter Versuch und 3. Also wieder geht es in den Community-Bereich hinein. Bam. Rühren wir doch mal eine Play-Action. Play-Action Slide. Sharp und Cooper meine Anspielstationen. Und los geht's. Amari Cooper ganz frei. Und der bringt den Ball bis in die Red Zone der Rams. Wir sind an der 11-Yard-Linie mit einem neuen ersten Versuch. Starkes Play von Prescott hier. Spielt sehr gut, das gefällt mir. Das macht Spaß. So. Oh, wir haben den ersten Versuch. Entschuldigung, dann müssen wir in den Strategy-Bereich hinein. Ah, da wählen wir den Slant aus. Johnston und Sharp meine Anspielstationen.
Und hier hinten ist mein Tight End, aber mal Mutter sehen allein. Wird ins Ausgedrängt an der 8-Yard-Linie. Heißt, wir haben einen zweiten Versuch und 8. Es geht wieder in den Community-Bereich hinein. Ich bleib mal bei einem Slant, nehme jetzt aber den Quick-Slant. Johnson und Cooper, meine Anspielstationen auf einer Slant-Route auf der linken Seite. Da kommt ein Blitz von der rechten, der ist eventuell Sharp. Gleich Mutter sehen alleine. Genau so ist es. Shen Sharp kommt bis an die 6. 2 Yards Raumgewinn heißt, wir haben einen dritten und 5. Ich meine, das Gute ist, wir brauchen ja nicht auf Teufel komm raus einen Touchdown. Um in Führung zu gehen, würde uns ja ein Field Goal reichen. Amari Cooper auf einer Slant Route. Sharp wieder meine Sicherungsoption und gegebenenfalls laufen wir selbst. Das probieren wir jetzt. Und Prescott ist in der Endzone. Das ist der Touchdown für die Cowboys. So, dann dürften wir jetzt mit 5 führen. Damit es 7 Punkte sind, probieren wir jetzt eine Two-Point-Conversion. Damit die Rams mit einem Touchdown und einem PET nur noch ausgleichen können. Und nicht einfach so in Führung gehen. Los geht's. Shen Sharp. Ja, da war er schon in der Endzone. Ja, nein. Kein fallen gelassener Ball. Ganz ruhig, liebe Rams. 27-20. Wunderbar. Alles so funktioniert, wie es sein sollte. 3 Minuten 42 Sekunden bleiben jetzt. Noch die Gerald Joff und die Offense der Rams zur Verfügung haben. Ball geht bis an die 1-Yard-Linie. Wird also retourniert. Bis an die 26-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Rams. Ja, CJ Anderson, die mehr als gute Vertretung von Todd Gurley in den Playoffs. Ich vermute, der war verletzt. Der kam ja kaum noch zum Einsatz. Das war traurig, mich anzusehen. Ich hoffe, der Junge, der kommt wieder auf die Beine. Wäre echt schade, weil Todd Gurley ist wirklich ein großer. Erster und 10 an der 26-Yard-Linie. Oh, den wirft Joff weg. Da war der Druck eigentlich noch gar nicht so stark. Da war er wohl ein bisschen nervös. 2010. Nehmen wir den Weak Corner Blitz. Zweiter Versuch und 10. Vollständiger Pass von Joff. Schöner Tackle von Jalen Smith. Heißt, wir haben einen dritten und 6 an der 31-Yard-Linie. So, gleich sind nur noch 3 Minuten zu spielen. Die Rams müssen sich beeilen. Brauchen jetzt aber erstmal einen First Down. Das haben sie erreicht und mehr. Neuer First Down an der 44-Yard-Linie für Los Angeles. So, wir blitzen. Erster und 10 an der 44-Yard-Linie. Und wieder ein toller Pass von Joff. Guter Tackle von Xavier Woods. Die Rams sind an der 37-Yard-Linie. Der hat ein Field Goal, nutzt ihn überhaupt nichts. Sie brauchen ja einen Touchdown. So komme ich hier gar keinen Blitz mehr angezeigt. Nämlich eine Cover 3 Hard Flat. Ich nehme gar nichts mehr, denn wir sind beim 2-Minute-Warning. Die letzten 2 Minuten hier im Spiel brechen jetzt an. Erster und 10 an der 37. Overload Blitz haben wir gewählt. Wir werden also versuchen, weiterhin hier die Rams unter Druck zu setzen, was bis dato aber ziemlich misslingt. Laufspiel. Oh, CJ Anderson kann nicht getackelt werden. Das ist der Touchdown für LA. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Todd Gurley war es. Ah, aber wunderbar. Also für die Rams wunderbar. Für meine Cowboys ziemlich schlecht, weil da sahen wir in der Defense wirklich nicht gut aus. Die Rams gleichen aus. Es steht unentschieden. 27 zu 27. Kick der Rams ist unterwegs. Oh, er geht bis weit in die Endzone. Sanders nimmt den Ball aber trotzdem auf. Retourniert über die linke Seite. Zwei schöne Spin-Moves. Ah, da habe ich kurz gedacht, er hätte eine Lücke, aber die war schon wieder zu, als wir nach vorne laufen wollten. Erster und 10 an der 31-Yard-Linie. Trotz alledem
kein schlechter Return. So, wie viel Risiko gehen wir jetzt gegen Los Angeles? Fate Smash heißt, ich schaue mir Sharp an, ich schaue mir Terrell Owens an. Keyshawn Johnson ist so eine Sicherungsoption in dem Fall nur. Wir haben nur einen Safety da hinten stehen. Die Linebacker lassen sich zurückfallen. Ja, und da, in dem Moment, wo Terrell Owens nach innen zog, war der Ball da. Gutes Timing. Neuer First Down an der 42-Yard-Linie der Rams sind wir damit schon. So, wir nehmen den Dick and Go. So, die Safeties stehen beide relativ weit außen. Ich schaue mal, ob er Mike Cooper ein 1 gegen 1 hat. Wenn der Free Safety nach innen zieht, wäre das der Fall. Und das tut der Free Safety. Dann gehen wir auf Amai Cooper. Der hat das Ding in der Endzone. Das ist ein Touchdown für die Cowboys. Der direkte Konter. Weil die Rams in ihrer Passverteidigung da alles andere als gut aussahen. Wir führen mit 34 zu 27 gegen die Rams. Kick ist unterwegs. Bis an die 1-Yard-Linie. Rams retournieren. Bis an die 25-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für Joff. 1 Minute 15 sind noch zu spielen. Die haben keine Auszeit mehr, die Rams. Das heißt, wir werden jetzt direkt eine No-Huddle-Offense sehen. Erster und 10. Und wieder wirft Joff den Ball weg. Beim ersten Versuch des letzten Drives ging es ganz genauso los. Zweiter und 10. 1 Minute 11 noch zu spielen. Die Zeit spielt jetzt hier wirklich eine ganz, ganz wichtige Rolle. Vollständiger Pass, schöner Open Field Tackle von Leighton Van Der Esch. Wir haben einen dritten Versuch und 7. Ball an der 28-Yard-Linie. Letzte Minute der Spielzeit läuft. Vollständiger Pass, da sah Sanders nicht gut aus, macht aber den Tackle wenigstens direkt. Ball ist kurz vor der Mittellinie an der 48, erster und 10. Die Rams stellen sich auf, um den Ball zu spiken. Halten damit die Uhr an. 42 Sekunden sind es noch. Verlieren aber einen Down. Bedeutet zweiter Versuch und 10 an der 48-Yard-Linie. 2 Yards vor der Mittellinie. Oh, Goff unter Druck und da wird er gesackt. Perfekt. Dritter Versuch und 13. Und das kostet Zeit, weil die Receiver erst alle wieder komplett zurücklaufen müssen. Das hat den Rams übel Zeit gekostet. Und oh, fast die Interception von Sanders. Vierter Versuch und 13. Die Rams gehen auf die Hail Mary. 19 Sekunden vor dem Ende. Ball ist in der Luft. Und der ist gefangen. Ein Catch. Unfassbares Play von den Los Angeles Rams. Aber das sieht man dermaßen selten. Erster und 10 damit. Und sie bringen den Ball sogar nochmal los. Aber sie hätten in die Endzone gemusst. Das hat nicht geklappt. Das Spiel ist aus. Wir schlagen die LA Rams mit 34 zu 27. Aber es war schon eine knappe Nummer. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.